Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo elettissimo Figlio, del Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati. Misericordia di noi e del mondo intero.
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la tua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Di noi e del mondo intero.
tua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la tua dolorosa passione. Abbi misericordia di tua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la tua dolorosa passione. Passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la tua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la tua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Maria divinita, de tua dietissimo figlio, e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la tua dolorosa passione.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, alle, die Sie uns per Livestream zugeschaltet waren, natürlich auch Ihnen allen hier in der Kirche. Danke fürs Mitbeten, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Minuten, diese fast halbe Stunde jetzt mit Jesus hier im Gebet zu verbringen. Danken wir ihm für alles, was er für uns getan hat, und bitten wir ihn um seinen Segen jetzt für die kommenden Stunden des zweiten Tages des Mariathons, dass sie genauso erfolgreich werden wie die zweite Tageshälfte des gestrigen Tages. Jetzt gleich die Hörergrüße, viel Freude damit. Da ist übrigens jetzt wieder ganz viel Zeit. Keine Ausrede, man muss nicht beten. Zum Anrufen die Hörernummer, wo Sie sagen können, ich tue auch was für dieses Projekt in Afrika. Die sagen Ihnen die Kollegen gleich aus dem Studio so oft, dass Sie sie nicht mehr vergessen werden und die kommende Woche ganz sicher davon träumen werden. Beteiligen Sie sich bitte, danke, vergelt's Gott, für alles. Um 16 Uhr dann noch ein netter Programmpunkt. Wir sind zusammengeschaltet mit den deutschsprachigen Radio Maria Stationen Österreich, Südtirol, Schweiz und eben wir, Radio Horeb, und haben eine halbe Stunde Austausch über die verschiedenen Projekte, die in den verschiedenen Ländern eben beworben werden und wo um Spenden gebeten wird. Also weiter viel Freude Ihnen allen, Gottes Segen. Utopoe, ayule, uwe, mila.